gesagt? Lebt er noch? Er ist bewusstlos. Und wieso ist er bewusstlos? Hat vielleicht ein bisschen viel Blut verloren. Ein bisschen viel Blut, ja? Ich dachte, Sie sind Profi. Ich bin Profi. Dr. Jones, wissen Sie eigentlich, wen Sie da foltern? Die sind uns gefolgt. Der Einzige, der uns hätte folgen können, ist da drin. Geh ans Fenster. Unser Feind kommt uns näher, denke ich. So oder so. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich kann nichts sehen. Wahrscheinlich hat er nur am Fenster zugeschlagen. Wer ist der Mann? Er hat noch kein Wort gesagt, nicht wahr? Kein einziges Wort. Nicht mal seinen Namen. Aber Sie wissen, wer er ist? Spielt keine Rolle, wer er ist. Nur was er weiß. Bringen Sie ihn zum Reden. Das sind Ihre Einsatzbefehle, die in Kraft treten, wenn Sie binnen 2 Stunden nichts von mir hören. Sie wollen jetzt zuschlagen? Ja. Ohne weitere Informationen ist das viel zu gefährlich. Weitere Informationen ist keine Zeit. Sie wissen nicht, wie viele von denen noch übrig sind. Welche Reserven die haben. Sie könnten in eine Falle laufen. Ich bitte Sie. Lass es mich versuchen. Vier Sterne, Jones. 4 Sterne. Meine ehemaligen Kollegen in Washington mag das heute nicht mehr viel kümmern, aber es ändert nichts an dem, was ich bin. Ein 4-Sterne-General. Und wissen Sie, wie ich das geworden bin? Bestimmt nicht, indem ich immer nur Fragen gestellt hätte. Ich habe auch nur selten gewartet, bis irgendjemand der Ansicht war, ich wäre jetzt an der Reihe. Die meiste Zeit lief es ganz anders. Die meiste Zeit musste ich mich durchkämpfen. Und ich habe mich durchgekämpft. Von einem lächerlichen Gefecht zum nächsten. Von Schlachtfeld zu Schlachtfeld. Und ich denke nicht daran, mir jetzt von einem schießwütigen Ranger und seiner Horde dahergelaufener möchtegern Cowboys in die Parade fahren zu lassen. Was ist mit ihm? Da fällt Ihnen sicher was ein. General! Wie lautet Ihr Plan?